Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Trains in World 5 hier auf meinem Kanal. Wir sind heute auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr unterwegs. Ich habe gesagt, Dienstags und Donnerstags machen wir auf jeden Fall immer Deutsch. So, dann habt ihr einmal, also zumindest zweimal die Woche was Deutsches. Hier sind wir heute mit der S-Bahn 425 unterwegs. Und zwar von Essen geht es nach Duisburg. Relativ kurze Fahrt, 17 Minuten. Aber wie gesagt, unser Ziel ist es, den Journey-Modus irgendwann zum Abschluss zu bringen. Und auf der Strecke habe ich leider kein Szenario mehr offen. Und deswegen werden wir hier heute eine S-Bahn fahren. Aber kurze Fahrten sind auch mal ganz nett. Nachdem ich ja gestern über eine Stunde mit euch auf der Arosa unterwegs war, können wir uns doch heute hier mal wieder ein bisschen entspannen. Und die Arosa, die wird in dieser Woche keine Rolle mehr spielen, aber nächste Woche wird die Arosa nochmal zu sehen sein. Muss ich mal überlegen, wie ich das Ganze gestalte. Erstmal rüsten wir jetzt die Kiste hier auf. Ups, zack, zack, zack. Dann machen wir die Türen auf. Leuchtmelder machen wir hell. Gucken mal, was vorne drauf steht. Nicht einsteigen. Wir fahren nach Duisburg. FIS, Route eingeben. Was sind wir für eine Bahn? Eine RB 33 von Essen nach Duisburg. Zugverband. RB müsste nach Aachen dann gehen, ne? Fährt die von Duisburg echt bis nach Aachen durch? Ja, machen wir einfach. Wird wahrscheinlich die aus Dortmund sein, ne? Wird ja heute, glaube ich, mit die Zero HC gefahren, ne? Das wisst ihr wieder besser. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Kennt ihr ja schon. So, drei Lampen vorne. Zwei rote hinten. Aachen steht drauf. Wunderbar. Ja. Fehlt uns noch was. Jawohl. Zugsicherung. Wichtig einmal für die SIFA. Steht mal einmal auf und setzt euch wieder hin bei der 425 in der Variante hier. Weil sonst kann es euch passieren, dass die SIFA nicht erkannt wird. Also immer einmal aufstehen und wieder hinsetzen. Einer Tipp. Unter Freunden. Und wir fahren hier erstmal mit 40 raus. Befreien uns direkt mal aus der PZB. Ist ja erlaubt. Fahrtbegriff höher 30. Und die nächsten 550 Meter kein 500 Hertz Magnet zu erwarten. Also können wir da ganz gemütlich rausrollern. Ausfahrt wäre eigentlich schon mit 60 gewesen. Da stimmt doch aber unsere Geschwindigkeit hier nicht. Weil gewöhnlicher Halteplatz und so, anschließender Weichenbereich, Ausfahrt 60, also Vollgas mit 60. Und das machen wir jetzt ab diesem Moment. Und dann geht's erstmal nach Mülheim an der Ruhr. Man sagt uns schon 120, aber wir fahren mal die Weiche vorne noch frei. Fahren wir Doppeltraktion? Nein. 70 Meter haben wir. Also nicht ganz 70 Meter. 68,3. Ich runde immer auf die nächsten 100er. Dann passt das. So. Dürfen wir die Weiche jetzt freigefahren haben. Und dann geben wir Gas. So, wir halten in Mülheim. Im Mülheim Hauptbahnhof Steyrum und Duisburg Hauptbahnhof. Also ne, ist nichts Großes heute. Aber wir müssen auch mal ein bisschen kurze Fahrten machen. Muss ja nicht immer 200 Kilometer gehen. Kann auch mal ganz gediegen sein. Und die Strecke hier, die mag ich eigentlich auch ganz gerne, weil wir hier auch relativ abwechslungsreich unterwegs sind. Gerade hier hinten in diesem Streckenabschnitt. Und dadurch, dass wir hier halt so viele Gleise haben, leider die Vielfalt an Güterzügen hier nicht ganz so aufgestockt worden, wie man sich das hätte wünschen können für die Rhein-Ruhr-Strecke. Weil das ja doch eine relativ ausgelastete Bahnverbindung hier. Aber durch den Intercity haben wir hier auch ein bisschen Abwechslung nochmal bekommen. Ah, ich bleibe auf den 100. Die VMAX von der 425. 140 sollte es sein. Im Idealfall steht es eigentlich auch irgendwo. Da oben steht es genau. 140. Ne? Also auch wenn wir 160 fahren dürften, fahren wir nur 140 VMAX. Weil es gibt ja inzwischen bei den neueren Strecken ist es ja so, dass wenn ein Zug eine gewisse Geschwindigkeit nicht überschreiten soll, dann wird das einem oben auch so angezeigt. Ist hier noch nicht der Fall. Gucken. Was haben wir hier einen Fortschritt? 23%, 127 von 535 Aufgaben erfüllt.
dann nehmen wir die Fahrt jetzt nochmal dazu und dann rutscht das DLC auch schön weit nach unten. Dann sind wir am nächsten, am Donnerstag sind wir dann auf der Bahnstrecke Salzburg-Rosenheim unterwegs. Da brauche ich gar kein Gas mehr geben, da vorne ist nur 120. Dann nehmen wir die 18 Promille hier doch gerade mal mit. Geht sogar auch noch bergab gleich wieder. Wir machen uns keinen Stress beim Fahren. Wenn ich jetzt mal gucke, also die Folge hier nehme ich jetzt am Sonntag auf, ne? Die Mitglieder, die werden jetzt ordentlich was zu schauen bekommen heute. Eine Folge ist schon online, die um 18 Uhr heute Abend kommt. Und zwei Folgen habe ich schon hochgeladen, die auch noch heute auf diesen Sonntag und die für Montag. Und das ist jetzt die Dienstagfolge. Und mehr nehme ich heute auch nicht auf in Trains and World, weil sonst bin ich wieder zu weit voraus. Und ich muss ja Trains and World immer so ein bisschen aktuell halten, weil es könnte ja sein, dass morgen plötzlich die Verkündigung kommt oder die Ankündigung kommt. Oh, übermorgen hauen wir euch 200 DLCs für 5 Euro da raus. Und nicht das Stück, sondern alle zusammen 5 Euro. Und dann sitze ich da und habe davon nichts gewusst und ihr habt es in meinem Let's Play nie gehört. Und das wäre natürlich schade. Deswegen kann ich nicht immer so viel im Voraus aufnehmen. Das ist auch der Grund, warum hin und wieder einfach mal keine Folge kommt, weil ich nämlich dann zwei, drei Folgen aufgenommen habe und an dem Tag, wo ich eigentlich das nächste Mal geplant hatte aufzunehmen, da habe ich dann doch keine Zeit. Oder finde die Zeit einfach nicht. Da sind's... Was? Bin ich jetzt über die 85 gekommen? Kann natürlich sein. Durchaus möglich. Aber wir haben eh noch eine Minute Zeit, also alles gut. Da kann man sich auch mal eine Zwangsbremsung mitnehmen. Oder war da vorne was zu quittieren? Ah, ich hab's jetzt nicht mehr im Blick. Gerade so vom Erzählen so verträumt gewesen. Ausfahrt haben wir. Und nicht nur ich, auch der Zug hier rechts neben mir wird gleich Ausfahrt haben. Habt ihr hinten eigentlich Licht? Nee, habt ihr gar nicht. Das war mein Licht. Das ist euer Licht. So, jetzt könnt ihr da hinten auch schön gucken. Hätte ich auch auslassen können. Ist ja gutes Wetter hier. Ich habe überlegen, ob ich diesen DTG-Discord stumm schalte, weil das so viel dummes Zeug teilweise inzwischen gesprochen. Was so kein Schwein interessiert. Ja, ich kann hier gerade mal ein Thumbnail machen. So, Lehmann haben sie den Führerschein weggenommen, also dem Torwart.
wird hier gerade darüber debattiert, was er noch alles fahren darf. Hier holt er sich gerade einen E-Scooter. Mal gucken, was er jetzt noch alles fahren darf. Gas geben. Lehmann darf Sportboote fahren, obwohl er besoffen war. Tja, so ist das, ne? Einmal nicht aufgepasst. Und da macht's Puff. So, Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Ich muss hier gerade auch nochmal gucken, ob ich alle Szenarien hier abgeschlossen habe. Das werde ich aber im Nachhinein erst gucken und dann werde ich mir dort meine Notiz machen. Wie gesagt, ich suche immer noch Szenarien, die ich unter Umständen noch nicht abgeschlossen habe. Weil das ja für euch teilweise eine große Hilfe ist, wenn ich euch da ein Video geben kann und ihr nicht weitergekommen seid. Ist ja jetzt in den letzten Tagen öfter mal vorgekommen, dass ich dort angeschrieben worden bin. Ich glaube, mal gucken könnte. Noch nicht gemacht, ob ich jetzt mal über 3000 Wiedergaben in 48 Stunden habe. Ja, tatsächlich. Haben wir geschafft. Oder ich, also ihr mit mir zusammen. Ich als Content Creator und ihr als meine Zuschauer. 3087 aktuell, aber die werden heute Abend auch wieder wegbrechen, weil eine Statistik von den Livestreams dann natürlich rausbricht. Aber das ist das erste Mal, dass ich über 3000 Wiedergaben in 2 Tagen bin. Also Wachstum ist auf jeden Fall zu verzeichnen im Hause Ramagani. Ja, haben wir wieder den letzten Schrott rausgeholt, für Güterzüge zu fahren. Bei der Deutschen Bahn. Ja, 143, ja. Aber das ist ein netter kleiner Güterzug. Was hat denn der für eine Nummer? 8732B. Der ist ganz cool. Weil das so schön gemischt ist. Der Zug. Ja, warte, einmal da raus. Hier so schön verschiedene Wagen. So einen kleinen Vorort-Güterzug, würde ich das jetzt mal nennen. Ist doch nett. Sowas muss auch mehr sein, ne? So gemischte Güterzüge. Fahren in Deutschland noch ganz, ganz viele rum. Zumindest bei von der DB Cargo. Aber für die DB Cargo brechen jetzt auch ganz schwere Zeiten an, weil das Europäische Gerichtshof hat ja jetzt festgestellt, dass die DB Cargo eigentlich nur noch am Leben ist, weil der Steuerzahler einspringt und das ist Wettbewerbsverzerrung, sagt der Europäische Gerichtshof. Weil ja die privaten EVUs, wie zum Beispiel die SBB, bei der ich hier arbeite, eigenverantwortlich wirtschaftlich arbeiten müssen. Jetzt geht's schon nach Duisburg Hauptbahnhof. Ist aber eigentlich auch, also da gebe ich dem Europäischen Gerichtshof und demjenigen, der da die Klage das angestrebt hat, dass das gemacht wird, den gebe ich auch recht, ne? Weil es kann nicht sein, die DB, also die Deutsche Bahn insgesamt, die ganze DB AG wird als privatwirtschaftliches Unternehmen behandelt. Und dann kann es nicht sein, dass in dem Bereich, in dem andere Mitbewerber ums Überleben kämpfen, also Abellio ist ja auch im Personenverkehr so ein Beispiel, wobei ich ja der Meinung bin, dass das was anderes ist als im Cargoverkehr. Da kann es nicht sein, dass der Steuerzahler den solchen Unternehmen aus der Scheiße hilft. Und im Personenverkehr sehe ich das ein bisschen anders. Da finde ich das schon wichtig, dass der Steuerzahler damit eingreift, weil der Personennahverkehr ist eine ganz wichtige gesellschaftliche Stütze. Im Fernverkehr sehe ich das wieder ein bisschen anders.
Da finde ich, hat der Steuerzahler nichts drin zu suchen, weil das ist ja, das hat ja nichts mit der Grundversorgung zu tun, dass man von Hamburg nach München fahren will oder so. Das, da ist das für mich okay. Dass dort der Steuerzahler nicht einspringt im öffentlichen Personennahverkehr, finde ich schon, dass das ein Grundbedürfnis der Bevölkerung sein sollte, genau wie Post, Telekommunikation, Schulen und Krankenhäuser. Und da gehört meines Erachtens, da kann der Steuerzahler ruhig mit eingreifen, aber im Fernverkehr und Güterverkehr, das sehe ich ein bisschen problematischer. Aber das ist auch so eine Debatte, ich glaube, die können wir auch über Jahre führen. Einfach meine Meinung und zu, finde es nicht richtig. Aber wie gesagt, meine Firma, wir müssen am Ende vom Jahr auch gucken, dass wir Geld verdienen. Weil am Ende ist es so, dass die SBB in der Schweiz sich natürlich auch überlegt, wenn die SBB Cargo International keinen Gewinn macht, dann werden die sich auch, oder der Aufsichtsrat oder Vorstand, auch irgendwann mal überlegen, ob es noch Sinn macht, dass wir überhaupt international unsere Züge traktionieren wollen. Wir reden ja nicht über ein paar Millionen, die die DB Cargo jedes Jahr Verlust macht. Letztes Jahr waren es 136 Millionen, wenn ich mich nicht irre. Müsste ich aber nochmal in den Jahresbericht reingucken. Das ist ja das Schöne, die Deutsche Bahn muss ihn ja veröffentlichen, in den Jahresbericht. Von den einzelnen Gesellschaften, die sie haben. Aber diesmal fange ich mir aber keine Zwangsbremse. Halt erwarten. Wir schon in Duisburg, da doch eigentlich müsste das passen, dass wir in den Hauptbahnhof noch reinkommen. Das passt doch auf jeden Fall von der Entfernung. Und hier neben uns fährt schon der nächste Zug ein. Also hier auch relativ viel Randale auf der Strecke. Der Hauptbahnhof wird ja gerade saniert und ich könnte mir vorstellen, dass er gar nicht so hässlich wird. Weil die, da wird echt viel gebaut gerade. Aber der Hauptbahnhof, der hat das auch nötig. Der ist ja über Jahre nur mit Panzertape zusammengehalten worden. Noch einmal auf den Puff. Da haben wir eine kurze, knackige Fahrt heute gehabt. Morgen sind wir auf der, wenn ich mich nicht irre, 5 Circle Line unterwegs. Und dann gibt es auch mal wieder ein Szenario. Da ist nämlich noch eins offen. Die nächsten drei Folgen werden Szenarien werden. Ne, die nächste Folge, dann geht es nach Rosenheim. Und dann haben wir nochmal zwei Szenarien hier offen. Das eine ist sogar noch die WCML, also die neue englische Strecke. Ich hoffe, ihr seid zufrieden und habt genug Abwechslung momentan.
Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das so ausreicht oder ob das so in Ordnung ist, wie ich das momentan mache, oder ob ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Die nehme ich ja immer gerne mit. Ne? Auch negative Kritik ist positive Kritik, wenn sie sachlich bleibt natürlich. Und keiner schreibt, du Arschloch, mach mal so. Ne? Ich verabschiede mich von euch. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Däumchen nach oben, Kommentare nicht vergessen. Der Discord ist offen, Link ist in der Videobeschreibung. Wir sind immer noch auf dem Weg zu den 600. Und für alle von euch, die mich aktiv unterstützen werden, wollen Mitglied werden ab 99 Cent im Monat. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Wir hören und sehen uns morgen dann um 18 Uhr. Bis dahin reingehauen. Ciao, ciao.